Wir gehen jetzt zur Auskultation über und fangen an mit der Bestimmung der Bronchophonie und wollen jetzt den Patienten bitten, niedrige Frequenzen zu erzeugen, hohe Frequenzen zu erzeugen, indem wir ihm mit leiser, fast zischender Stimme 66 sagen lassen. Bitte einmal 66, so zischen, leise. Und das Normale wäre bei einer normalen Leitungsfähigkeit der Lunge und des Thorax, dass sie nichts oder fast nichts hören. Der klassische Befund wäre, dass sie das vermehrt oder überhaupt hören. Das wäre Ausdruck einer verbesserten Schallleitung, zum Beispiel bei vermehrt Gewebe, bei besserer Schallleitungsfähigkeit bei einer Pneumonie. Das ist aus meiner Sicht das Wesentliche, was Sie mit diesem Aspekt der Untersuchung erfassen können. Ich demonstriere es einmal. Bitte einmal mit leiser Stimme so zischend 66 sagen. 66. Nochmal bitte. 66. Man hört nichts oder fast nichts. Das ist ein Normalbefund. Auch hier ist natürlich unter Umständen der Seitenvergleich nochmal hinweisend. Wie gesagt, orientierend wichtig unter Umständen, aber ersetzt natürlich nicht bei gegebenem klinischen Verdacht weitere Untersuchungen. Wir machen weiter mit der Auskultation, die aus meiner Sicht wirklich ganz fester Bestandteil jeder körperlichen Untersuchung und eigentlich jeder Vorstellung des Patienten in ihrer Praxis, Ambulanz oder im Krankenhaus sein sollte. Wichtiger Aspekt ist, dass Sie auch in Corona-Zeiten, auch bei Tragen von Masken, den Patienten bitten, während der Auskultation den Mund zu öffnen und tief fortwährend einen auszuatmen. Hier passieren viele Fehler, dass die Patienten natürlich unbewusst den Mund wieder schließen, nicht mehr weiteratmen oder ihr Atemmuster verändern. Das ist, wenn man das mal selber ausprobiert, auch gar nicht so leicht und auch gar nicht so unanstrengend, vor allem, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt bei der Untersuchung. Deshalb auch immer darauf achten, ob es dem Patienten auch weiter gut geht, nicht, dass er schwindelig wird, ist mir selber alles schon passiert. Bei der Auskultation muss man sich selber vielleicht auch ein bisschen regelmäßig wieder vergegenwärtigen, was man überhaupt hören kann und was man hören will und was man dann auch beschreiben möchte. Wichtig ist, dass man sagt, jawohl, man hört die Atemgeräusche über der Lungenperipherie und über den größeren Atemwegen. Und da wäre das Klassische natürlich, dass das, was man früher als vesikuläres Atemgeräusch beschrieben hat, diesen Begriff sollte man eigentlich nicht mehr benutzen, aber das normale Atemgeräusch über der Lunge sollte man sich vergegenwärtigen. Da hilft natürlich nur Training, dass man viele Patienten hört. Und dann über den größeren Atemwegen, das hört man auch von vorne sehr gut, hätten Sie ein bisschen verschärftes Atemgeräusch, das, was man als bronchiales Atemgeräusch bezeichnet, hört man auch bei Kindern über der gesamten Lunge typischerweise. Und das ist ein Aspekt. Und dann können Sie immer natürlich sagen, ist das Atemgeräusch über der Lunge abgeschwächt, zum Beispiel wieder durch einen Erguss oder eine Atelektase, oder ist es verschärft, das Atemgeräusch, oder sehr leise, wie Sie es zum Beispiel bei einer Überblähung durch ein Asthma oder bei einem Pneumothorax hätten. Und Sie unterscheiden natürlich, ob Sie das Geräusch bei In- oder Expiration verstärkt hören. Neben den Atemgeräuschen, wie eben erläutert, wo Sie die Dämpfung oder das verschärfte Atemgeräusch oder das abgeschwächte Atemgeräusch beschreiben würden, wollen Sie sich nochmal darüber klar werden, ob Sie pathologische Nebengeräusche hören. Bei den Nebengeräuschen unterscheiden Sie zwischen diskontinuierlichen, früher als feuchte Rassel- oder Nebengeräusche bezeichneten und den kontinuierlichen oder trockenen Rasselgeräuschen oder Nebengeräuschen. Die diskontinuierlichen feuchten Rasselgeräuschen werden prinzipiell unterscheidet in fein und grobblasig. Das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, die aber jeder, der das schon mal gehört hat, bei einem Lungenödem oder so, ganz klar natürlich differenzieren kann für sich persönlich. Und eine Sonderform der diskontinuierlichen Rasselgeräusche ist die Sklerophonie oder das Knisterrasseln, Crackles, was klassischerweise endinspiratorisch sein Maximum hat und zum Beispiel ein Hinweis sein kann auf eine fibrosierende Lungenerkrankung. Auf der anderen Seite haben Sie dann, wie gesagt, die kontinuierlichen oder trockenen Nebengeräusche. Das Klassische ist ein Giemen oder Pfeifen, das Wheezing, Hinweis auf eine obstruktive Atemwegserkrankung, eher früh an der Inspiration, oder ein Brummen, was manchmal auch kontinuierlich in der In- und Expiration sein kann. Weitere wichtige Aspekte ist die Erfassung eines Stridors.
wo Ihnen die, ob der Stridor in- oder expiratorische sein Punktum Maximum hat, richtige Hinweise darauf geben kann, ob die Stenose in- oder extratorakal ist. Inspiratorischer Stridor wäre ein Hinweis auf eine extratorakale Stenose, ein expiratorischer Stridor mehr darauf, dass die Stenosen eher intratorakal liegen. Genug der Vorrede, wir schreiten zur Tat. Wir untersuchen den Patienten, bitten den wirklich mit geöffnetem Mund nochmal bitte fortwährend tief ein- und auszuatmen, so dass es für Sie aber noch angenehm ist, und arbeiten uns hier dann die Lunge meanderförmig hinab. Und wie gesagt, nehmen uns die Zeit, jeweils an jeder Auskultationsposition einen kompletten Atemzyklus mit In- und Exploration zu hören. Und aus meiner Sicht hat es sich dann bewährt bei Patienten, die nochmal bitten, wirklich, weil man ein bisschen dazu neigt, dann auch nicht mehr so ganz so tief einzuatmen, wirklich nochmal zu bitten, am Schluss nochmal bitte tief ein- und tief auszuatmen. Manche Patienten haben in den Atemwegen zum Beispiel eine Sekretverlegung, man bildet sich dann ein, dann wäre ein Geräusch, was, wenn die Patienten nochmal tief ein- und ausatmen, vielleicht sich dann doch klärt. Nochmal tief einatmen, bitte. Und nochmal tief. Gut. Was Sie nicht vergessen wollen, ist den rechten vorderen Teil der Lunge, den Mittellappen. Hier so bitten Sie den Patienten, den Arm etwas anzuheben, dass Sie das erfassen können. Und auch hier Auskultation, Versuch Erfassung des Mittellappens. Gar nicht so seltener Befund ist ja eine Mittellappenpneumonie, die dann hier mit einer Dämpfung oder Veränderung einhergehen würde. Nach der Untersuchung von Dorsal und der Seite hier rechts hören wir auch immer von vorne auf den Patienten drauf, an mehreren Auskultationspunkten, wieder im Seitenvergleich mit offenem Mund, tief ein- und ausatmen lassen den Patienten kontinuierlich und dann auch versuchen, wieder die Atemgeräusche und Nebengeräusche zu erfassen. Vielen Dank. Nach der Beendigung des Untersuchungsvorgangs bitten Sie natürlich den Patienten, dass er sich in Ruhe wieder anziehen kann. Die Untersuchung des Herzens, haben Sie ja sicher hier mitgekriegt, haben wir jetzt heute nicht darauf fokussiert. Das ist nochmal ein separater Untersuchungsgang, der natürlich auch sehr viele zusätzliche Informationen bietet. Insgesamt muss man zur körperlichen Untersuchung sagen, dass sie natürlich ganz wichtig ist, elementarer Bestandteil jeder Vorstellung beim Arzt. Die Patienten das auch ein bisschen erwarten, mit gutem Recht aus meiner Sicht, und auch es zur Arzt-Patienten-Bindung in meiner Erfahrung ein bisschen beiträgt, dass man die Patienten auch berührt, untersucht und anfasst. In meiner Erfahrung wird das nicht als unangenehm wahrgenommen, sondern ich habe schon mehrfach gehört, dass die Patienten sagen, ja, der hat mich ja noch nicht mal untersucht, richtig. Obwohl die Patienten CT und alles Mögliche bekommen haben, aber das ist doch auch ein relevanter Bestandteil des Arzttuns. Das ist ein Aspekt. Eine andere wichtige Sache ist nochmal, dass man hier natürlich Pathologika gegebenenfalls gut erfassen kann. Das Ausmaß der klinischen Pathologie, zum Beispiel das Ausmaß der Obstruktion, korreliert aber nicht oder nur sehr schwach mit dem, was wir hier hören. Also der Lautstärke oder der klinische Eindruck des Giemens und Brummens korreliert wenig mit den Befunden aus der Lungenfunktion, sodass auch wenn man ein sehr erfahrener Untersucher ist und das schon lange macht, trotzdem man natürlich immer substanziell noch weitere apparative Untersuchungen machen sollte.